Ja, liebe Motorradfreunde, herzlich willkommen. Auf mehrfachen Wunsch von euch hier ein Video zum Kettenspannen der Honda CB1100R. Dank Einarmschwinge der Honda geht es hier bei unserem Motorrad natürlich kinderleicht und vor allem muss man sich nicht drum kümmern, ob die Kette auch in der richtigen Flucht steht. So, hier noch das Werkzeug, das ich verwende. Das ist also damals von meiner Ducati Monster 1200S übrig geblieben. Das passt hervorragend auch für die Honda. Und hier noch ein paar Praxistipps. Damit kann man nämlich den Schmodder am Hinterrad nahezu auf Null reduzieren. So, und hier noch das benötigte Werkzeug. Wichtig ist vor allem der Drehmomentschlüssel. So, und los geht's. Zuerst müssen natürlich die beiden Klemmschrauben gelöst werden. Ein 6er Imbus ist es hier. Am besten geht es natürlich mit einer Ratsche. Zur Not geht es natürlich auch mit einem T-Schlüssel. Wichtig ist, kontrolliert die erste Schraube dann nochmal, ob es auch wirklich locker ist, weil wenn ihr die zweite dann löst, kann es passieren, nachdem ja die Klemmvorrichtung ein bisschen aufgeht, dass die erste wieder fest ist. Also schaut immer nach, ob beide Schrauben wirklich locker sind. Ja, da haben wir zwischen Narbe und Ritzel haben wir unseren Exzenter. Da kann man wunderbar das Ganze mit einem Hakenschlüssel verstellen. Wenn ihr den Exzenter nach unten bzw. hinten drückt, dann lockert sich die Kette, wie man jetzt hier sieht. Ja, kann man deutlich erkennen, wie das Rad nach vorn wandert. Die Kette ist jetzt richtig lose. Wenn ihr das Ganze in die andere Richtung drückt, also nach oben bzw. nach vorn, dann spannt sich die Kette natürlich. Ja, kann man jetzt ganz deutlich wieder sehen. Und so stellen wir eben die richtige Kettenspannung her. Das Benutzerhandbuch sagt unten an der Schwinge ca. 4 cm Spiel. Ja, ich messe das natürlich nicht aus, ich mache das ein bisschen nach Gefühl. Ich habe das auch dann gleich anschließend für euch noch einmal markiert, um euch das zu zeigen. Na, wir bringen also jetzt die Kette auf die richtige Spannung. Ja, da kann schon sein, dass man ein paar Mal vor und zurück muss. Jetzt schaut es doch ganz gut aus. Dann ziehen wir die beiden Klemmschrauben, wenn alles passt, ziehen wir die beiden Klemmschrauben erst einmal handfest an. Ziehen dann mit der Ratsche noch ein bisschen nach, nicht allzu fest. Und den letzten Schritt machen wir dann natürlich ganz genau mit dem Drehmomentschlüssel. Mit 2,8 Meter Kilo. Na, jawohl, genau. Also haltet euch da bitte an den Wert von 2,8, der auch im Reparaturhandbuch bzw. in der Bedienungsanleitung angegeben ist. Zur Not, wenn man ein bisschen Gefühl hat, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, geht es auch ohne Drehmomentschlüssel, würde ich aber nicht empfehlen. Ja, und da seht ihr jetzt nochmal genau den Exzenter, in dem wir also mit unseren Hakenschlüssel eingreifen. So, und da seht ihr, ich habe euch extra einen roten Pfeil an die Schwinge gemacht. An der Stelle kann ich die Kette gerade so an den Gummischleifer an der Schwinge andrücken, dass der den gerade so noch berührt. Ja, und das ist die ideale Spannung. So soll das sein. So, und hier noch kurz das Werkzeug vom Lewis. Ihr seht hier auf dem Foto, im Inneren befinden sich Bürsten, die man allerdings erst für die Kette auf die richtige Länge bringen muss. Wir bringen das Oberteil oben an der Kette an, passen das Unterteil dementsprechend an und verschließen das Ganze mit einem Gummiverschluss. Wichtig ist natürlich, dass das Motorrad zu dem Zeitpunkt, wo ihr das machen wollt, das Hinterrad frei drehbar ist. Damit sich das Werkzeug nicht mitdreht, hängen wir hier zwei Haken mit einer Schnur verbunden ein. Das heißt, ich kann jetzt das Hinterrad in eine Richtung drehen, ohne dass sich das Werkzeug auch gleich verschiebt. Na, jetzt kann ich entweder in einen der oberen Anschlüsse, hier mit dieser Flasche zum Beispiel, Petroleum anbringen. Dann läuft also Petroleum in die Bürsten und jetzt dann das Hinterrad drehen. Dann wird die Kette also wirklich schön sauber gereinigt. Oder eben die andere Möglichkeit, wie ihr hier seht, da ist ein Adapter dabei. Den kann ich jetzt hier anbringen und kann also damit Kettenspray in die Bürsten und damit auf die Kette
einbringen. Also ich finde gutes Werkzeug, aber es ist halt vom Anbringen her ein bisschen umständlich. Deshalb die Kettenreinigung mache ich also meistens hier mit dem ölgetränkten Petroleumlappen. So, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auch umgehend antworten. Bis dann, ciao!